Sommer 1978. Iris Hans ist 14 Jahre alt. Es sollte der letzte Sommer ihres Lebens werden. Am Morgen des 31. August stirbt sie, mit 26 Messerstichen in Brust und Hals. Die Familie aus Main bei Koblenz ist zerrissen und wird es jahrzehntelang bleiben. Denn trotz eindeutiger Spuren kann die Polizei den Täter nicht finden. Ein ungelöstes Verbrechen, ein Cold Case. Und 45 Jahre später lautet die Frage noch immer: Wieso endete an diesem Tag das kurze Leben von Iris Hans? Das Warum. Na, nicht mal wer, das Warum war das Schlimme. Warum muss ein 14-jähriges Mädchen einfach sterben? Warum? Da ist vielleicht noch einer, der hat das Mädchen umgebracht und wir wissen nicht, wer. Wir hoffen, dass durch diese neuen und verbesserten Methoden der DNA-Analyse in dem Verfahren, dass wir Ergebnisse bekommen, die uns neue Ermittlungsansätze bringen. Erinnerungen an unbeschwerte Zeiten. Iris gilt als fröhliches Mädchen. Sie spielt Querflöte im Spielmannszug Blaue Funken in Main und hat ein Herz für Tiere. Mit ihren Geschwistern versteht sie sich gut. In der Schule ist sie Klassensprecherin. Sie macht gerade ein Berufspraktikum, einen ersten Schritt ins Erwachsenendasein, als ihr Leben endet. Ein unvorstellbares Trauma für die Angehörigen. Zu den Hinterbliebenen gehören auch Cornelia Doll und Arno Hans, die große Schwester und der kleine Bruder von Iris. Sie erinnern sich. Iris war ein sehr lebenslustiger Mensch, hat Spaß mit Tieren, Spaß mit Kindern, freundlich aufgeschlossen, skeptisch zu Fremden. Also eine Möglichkeit von wegen, hier steigt mein Auto oder so, kommt bei ihr nicht in Frage, würde sie niemals machen oder hätte sie niemals gemacht, ohne Zwang und ohne Druck. Am Morgen des 31. August 1978 ist Iris Hans auf dem Weg zur Reitanlage Thomashof, ganz in der Nähe von Main, wo sie gerade ein Praktikum macht. Doch hier wird sie nie ankommen. Der Fall schockiert die Region und lässt auch den damaligen Ermittler bis heute nicht los. Nach einer 49-jährigen Dienstzeit im Polizeidienst gibt es natürlich Fälle, die ihn nachhaltig berührt haben. Und ein solcher Fall ist der Fall der Iris Hans aus Main, die 1978 getötet wurde auf bestialische Weise. Und es wird mir immer in Erinnerung bleiben, das Bild des Opfers am Fundort. Dabei scheint der Fall zunächst schon nach kurzer Zeit bereits gelöst. Ein 15-jähriger Junge, der in einem Heim ganz in der Nähe wohnt, gesteht den Mord an Iris. Doch sein Geständnis enthält Widersprüche. Er kann es nicht gewesen sein. Nicht die einzige Unklarheit, die Kommissar Eckhardt und seine Kollegen beschäftigt. Der erste Anschein am Fundort hat natürlich vermuten lassen, dass ein Sexualstraftat vorliegt. Das ist auch nach wie vor offensichtlich der Fall. Allerdings die ursprüngliche Annahme, dass es zu einer vollendeten Vergewaltigung gekommen sei, wurde nach dem Ergebnis der Obduktion nicht mehr aufrechterhalten, sodass nach wie vor eine sexuell motivierte Tat hier eine Rolle gespielt hat, die aber nicht zur Vollendung in Form einer Vergewaltigung geführt hat. Interessant an dieser Betrachtung ist natürlich die Frage, wurde das Opfer am Fundort getötet oder nicht? Wir kamen zu dem Ergebnis, dass der Fundort der Leiche nicht der Tatort war, was damit zusammenhängt, dass wir keine typischen Spurenlagen gefunden haben, die darauf hindeuten würde, dass das junge Mädchen an diese Stelle umgebracht wurde. Wenn man bedenkt, mit wie vielen Stichen das Mädchen getötet wurde, dann muss man natürlich die Frage stellen, es müsste ja überall Blutspritzer vorhanden sein im Tatortbereich. Diese waren nicht zu finden, sodass wir bis heute
der Auffassung sind, dass das Mädchen erst getötet zum späteren Fundort gebracht wurde. 45 Jahre später liegt der Fall als Cold Case bei Kommissar Lothar Schenk in Koblenz. Auch wenn die Akten mittlerweile verblasst sind, der Eifer der Ermittler ist es nicht. Vor dem Hintergrund der ständigen Entwicklung der Kriminaltechnik haben sich der Erkennungsdienst und wir mit dem LKA Rheinland-Pfalz darüber beraten, was Sinn macht, welche Asservate nochmals untersucht werden sollten. In enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz wurden schließlich verschiedene Asservate vom LKA in Mainz, aber auch von der Rechtsmedizin in Köln untersucht. Zu diesen Untersuchungen, die sehr zeitaufwendig waren, liegen uns noch keine abschließenden Ergebnisse vor. Wir hoffen, dass durch diese neuen und verbesserten Methoden der DNA-Analyse in dem Verfahren, dass wir Ergebnisse bekommen, die uns neue Ermittlungsansätze bringen. Was ist 1978 in Main passiert? Gemeinsam mit uns gehen der damalige und der heutige Ermittler noch einmal die Ereignisse des Falles durch. Am Morgen des 31. August des Jahres 1978 wurde sie wie jeden Morgen von ihrem Bruder in die Stadt gebracht, von wo sie dann üblicherweise mit ihrer Schulfreundin gemeinsam zum Reiterhof gegangen ist. Und an diesem Morgen, wie es das Schicksal so wollte, hatte ihre Freundin verschlafen, sodass Iris Hans sich, nachdem sie bei ihrem Bruder das Fahrzeug verlassen hatte, zu Fuß in Richtung des Reiterhofs ging. Sie wurde auch von der Freundin ihres Bruders noch in der Stadt auch morgens gesehen. Es war bis dahin alles völlig unauffällig. Ja, sie ist aber nie an ihrem Praktikumsplatz im Reiterhof angekommen. Was dann dazu geführt hat, dass die Eltern, als sie nachmittags nicht nach Hause kam, gegen 16 Uhr natürlich gefragt haben, wo ist das Kind? Und da ergab sich, dass sie auch gar nicht im Reiterhof erschienen war. Und abends gegen 20 Uhr hat dann haben die Eltern die Polizei in Main informiert und mit Hilfe der Funkamateure, die in Main tätig sind, wurde dann eine Suchaktion durchgeführt, die schließlich dann zum Auffinden der Leiche des Mädchens im Bereich des Reiterhofs geführt hat. Im Magen des Opfers wurden Speisen gefunden, die sie zu Hause nicht zu sich genommen hatte. Daraus muss man annehmen, dass sie noch vor ihrer Tötung irgendwo etwas gegessen hat, in einem Restaurant oder Ähnlichem. Das ist bis heute nicht nachzuweisen, aber Faktum ist, dass sie zu Hause diese Mahlzeit, die in ihrem Magen gefunden wurde, die Speisenrest, nicht eingenommen hat. In der Hoffnung, doch noch etwas über die letzten Stunden von Iris Hans herauszufinden, ermittelt die Polizei in allen Gaststätten in der Umgebung. Doch einen Durchbruch gibt es nicht. Eine Ungewissheit, die die Menschen in Main bis heute beschäftigt. Das Ganze hat nicht nur Auswirkungen auf die Psyche der Hinterbliebenen, sondern das Ganze wirkt ja auch in das Stadtgebiet Main hinein, wo man sagen muss, da ist vielleicht noch einer, der hat das Mädchen umgebracht und wir wissen nicht, wer das von unseren Mitbürgern, wenn es dann ein Mitbürger war, gewesen ist. Also es bleibt eine große Unsicherheit und Ungewissheit zurück. Und ich habe auch meine Bereitschaft, hier mitzuwirken in dieser Fallaufarbeitung, damit in Zusammenhang gebracht, dass mich dieser Fall, mein dienstliches, aber auch mein privates Leben immer verfolgt hat, um es mal so zu formulieren. Die Familie hat in den letzten Jahren sehr stark gelitten und leidet nach meinem Wissensstand immer noch. Und aus dem Grund ist das, wie gesagt, eine Verpflichtung der Familie gegenüber, der Öffentlichkeit gegenüber, weiter an dem Verfahren zu arbeiten.
darüber hinaus soll der Täter auch, falls er noch lebt, sich nicht sicher sein, dass man ihm nicht mehr auf die Spur kommen kann. Meine Familie hat es eigentlich zerstört, meine Eltern. Klar war die Sehnsucht immer da, dass der Fall aufgelöst wird, dass sie endlich erfahren, wer war und warum. Das Warum. Na, nicht mal wer, das Warum war das Schlimme. Ne? Warum muss ein 14-jähriges Mädchen einfach sterben? Warum? Nur weil sie im falschen Moment irgendwo war, bei einem anderen nicht gepasst hat. Ne? Ich kenne die Bilder halt, von Bilder her kenne ich die Örtlichkeiten. Aber jetzt, wo es so verändert ist, ja, es, ich fühle mich nah gerade, sehr nah. Ne? Also ich fast eine Verbindung, würde ich sagen. Das hat für mich jetzt gerade im Moment. Und ich wäre halt froh, wenn man irgendwo abschließen könnte.